erstmal willkommen bei uns, Marie. Hallo. Ich wollte eigentlich anmoderieren mit die zweite, nee, sorry, die erste Frau, die wir in 108 Folgen Honigwabe hier bei uns haben. Ist aber falsch, ist mir gestern auch aufgefallen. Wir hatten diese Lizenz ja da, also hoffen wir mal, dass wir heute nicht ein derart negativer Einfluss sein werden, wie wir es vor, keine Ahnung, knapp 2 Jahren waren. Ja, mit ihr wollen wir heute reden über politische Gewalt, über den Hass und die Hetze, wie es von Mainstream-Seite wahrscheinlich formuliert werden würde. Wir wollen außerdem reden über einen Angriff auf eine AfD-Veranstaltung bei einer Hamburger AfD-Politikerin zu Hause. Und ich würde sagen, damit willkommen an meinen Co-Host Kasper. Ja, hallo lieber Schlomo, hallo Marie, schön, dass du da bist. Ich würde direkt einsteigen mit einer kniffligen Frage. Das ist das schlechteste Wahlplakat, was ich jemals gesehen habe, aber es ist so schlecht, dass es eigentlich schon wieder gut ist. Ist das echt? Weißt du davon? Also ich habe es auch schon auf Twitter gesehen und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich echt ist. Also ich finde es sehr amüsant und ich glaube auch, dass es uns enorm viel Reichweite bringen wird, weil es im Moment ja überall durch die Gruppen geht. Ja, Ja, wieso der betiefste bisschen Hippie? Also, unangenehm. das ist Wahnsinn, ne? Das macht so krass keinen Sinn, dann dieser Comic Sans Schriftsatz. Es ist grauenhaft. Aber wie gesagt, ich nehme an, das ist so schlecht, dass es eigentlich schon wieder gut ist. Gut, du kannst leider Ja, nicht das denke verifizieren, ob ich es echt auch. ist. Nee, leider nicht. In so einer Gegend, so à la Rigaer Straße, kann ich mir vorstellen, dass so ein halt extra unaggressives und fast kindliches Plakat Sinn machen könnte, dass die Leute dann halt komplett ausrasten und man hat dann das im Kontrast zu diesem Plakat, aber die Gegend sieht nicht gerade so aus. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es ist tatsächlich die AfD Hessen. Also ich weiß nicht, ob das Plakat echt ist, aber der Kreisverband Bergstraße ist Teil der AfD Hessen. Vielleicht wissen wir dann nächste Folge mehr und können das Ganze als echt verifizieren oder nicht. Ich mag die Wir halten dich auf dem Farbgebung aber irgendwie. Ich finde, die Laufenden. Farbgebung hat so was Entspannendes. Jetzt soll es um Marie gehen. Marie, Direktkandidatin aus Niedersachsen, Direktkandidatin der AfD und öfter mal Opfer von Hass und Hetze. Da bist du mir übrigens bekannt geworden. Damals durch dieses eine Video, was wir gleich zeigen werden, von dem Typen, der auf dein Poster einsticht. Vielleicht machen wir das mal zum Warmwerden einmal durchlaufen lassen. Ja, am Ende habe ich nochmal reingezoomt, dass auch wirklich klar wird, das ist ein Messer, was jetzt keinen großen Unterschied macht. Ich meine, letztendlich bestand da keine Gefahr für Leib und Leben. Es ist einfach eine Sache. Wenn ich so ein Video hochladen würde mit Annalena Baerbock, dann würde ich wahrscheinlich in der Zeitung landen. Ich habe dann geguckt zu Marie-Therese Kaiser Plakat mit Suche bei Google News zwischen 24. August und 14. September. Ich glaube, am 1. September ist dieses Video entstanden. Da hast du es zumindest publik gemacht. Kriege ich ganze 4 Treffer. Nordbayern, NRZ, Junge Freiheit und Tagesstimme. Das sind alle, die sich dafür interessiert haben. Und als Kontrastprogramm vielleicht doch mal Karamba Diaby, über den wir nachher noch sprechen werden, denke ich, zumindest kurz. Wenn ich nach Karamba Diaby Schüsse suche und das Ganze eingrenze auf 6. Januar bis 10. Februar, irgendwann in diesem Zeitraum war das, kriege ich 3 Seiten an Treffer bei Google. Aber darüber werden wir wahrscheinlich noch reden. Ja, Marie, erzähl doch mal. Du hast irgendwo dieses Video gesehen? Wie? Warum? Bist du verlinkt worden? Bist du von Freunden darauf hingewiesen worden? Also das Video wurde mir von einem Follower zugeschickt und ich hatte das dann quasi in den Nachrichtenanfragen und es war in einer Story verlinkt. Ein Mädel, die scheinbar diesen Messertäter, sage ich jetzt einfach mal, kannte, die dabei war, die hat ihn gefilmt und hat das in ihre Instagram-Story hochgeladen. Und dann habe ich natürlich sofort eine Bildschirmaufnahme gemacht, damit das nicht nach 24 Stunden dann auf einmal verschwunden ist. Und das muss man sich erstmal überlegen, wie dämlich jemand sein muss, um sich bei so einer Sache filmen zu lassen und das auch noch selber ins Internet zu stellen. Also ich meine. Die Presse und die Öffentlichkeit, die befördern ja sowas. Wenn ich der Öffentlichkeit verklickere, dass die AfD eine menschenrechtsfeindliche Partei ist und so weiter, natürlich bin ich dann guten Gewissens vor der Kamera und ziehe so eine Aktion ab. Ja, auf jeden Fall. Also die fühlen sich dabei super, als wenn sie jetzt irgendwelche Helden wären und es wird total befeuert, da hast du vollkommen recht. Das, ja, kann ich denen gar nicht absprechen. Also die haben wahrscheinlich das noch nicht mal als falsch empfunden, sondern dachten einfach, oh geil, jetzt sind wir voll hier die coolen Leute und stellen das ins Internet. Ja, und ich bin dann auch direkt zur Polizei gegangen und habe das eben zur Anzeige gebracht. Ja, also die Polizei selber, die ist bei mir in der Gegend eigentlich immer ganz nett und nimmt sich das auch wirklich zu Herzen und bemüht sich dann eben da auch eine Lösung zu finden. In der Angelegenheit war es dann aber auch so, dass eben der Staatsschutz eingesetzt wurde und
Die haben dann erstmal gesagt, ja, muss natürlich auch geprüft werden, ob hier überhaupt eine politisch motivierte Tat vorliegt. Hallo, natürlich. Ich meine, der Typ sticht mit einem Messer auf ein AfD-Plakat ein. So. Nee, völlig unpolitisch natürlich. Weiß man Und nicht genau, ja. Ja, ganz unklar. Ja, und es war dann so, dass ich selber da gar nicht viel machen konnte, weil es quasi nicht mein Plakat war, sondern es war ja aus dem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, aus dem Kommunalwahlkampf. Und die mussten da dann quasi erst tätig werden. Ja, haben sie dann auch gemacht. Und irgendwann wurde ich dann nochmal zur Zeugenvernehmung eingeladen. Sollte da dann nochmal die ganze Geschichte schildern, wie mir das eben auch untergekommen ist. Und letztendlich hat sich der Täter dann durch diesen massiven Druck in den sozialen Medien, weil ich das ja auch online gestellt habe, diese Bildschirmaufnahme, die ich dann von der Story gemacht habe, hat er sich selber gestellt. Und ja, also er hatte scheinbar wirklich so ein bisschen die Hosen voll dann und ist zur Polizei gegangen. Und ich wurde dann darüber benachrichtigt. Ich wurde dann auch darüber benachrichtigt, dass ich doch darum gebeten werde, dieses Video wieder aus dem Internet zu nehmen, wo ich direkt gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Und irgendwann kam dann auch die Benachrichtigung, dass da wohl ja, eine Strafe in Anführungsstrichen verhängt wurde. Und zwar soll er 200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Ah, das können wir sogar einblenden. Das ist dieser Brief von der Staatsanwaltschaft, ne? Genau, richtig. Und auf meine Nachfrage hin, was für eine Organisation das denn sein soll, hat man mir von der Polizei mitgeteilt, naja, das ist eine seiner Wahl. Da dachte ich dann so, okay, richtig geil, jetzt habe ich quasi auch noch den politischen Kampf gegen mich selbst finanziert, denn dieser Typ wird sicherlich nicht an, was weiß ich, einen Tierschutzverein oder so spenden, sondern eher so an die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also das war totaler Unfug. 200 Euro gegen rechts als Strafe für, ja, quasi eine Morddrohung, ne? Deswegen, also frage ich mich auch, dass man dagegen nicht auch persönlich vorgehen kann. Wenn ich auf ein Bild von jemandem auf ein Video einsteche mit einem Messer, also ich fasse das als eine Art und Drohung auf. Ja, es war auch wirklich krass. Also ich habe ja vorher schon in den sozialen Medien sehr viele schlimme Nachrichten bekommen, wo man mir auch den Mord gewünscht hat. Oh, das kommen wir gleich. Da sind schöne Sachen bei. Ja, auch Vergewaltigungswünsche, irgendwelche komischen Fantasien, alles Mögliche. Aber das dann so real nochmal vor Augen geführt zu bekommen, also so verbildlicht zu bekommen, war nochmal was ganz anderes. Das ging mir dann schon auch ein bisschen nah, muss ich sagen. Ich nehme an, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich auch nicht bei dir gemeldet, zwecks Doku über den Hass und die Hetze. Nee, also ich, soweit ich weiß, wurde dann damals von RTL Regional in Nordrhein-Westfalen ein kleiner Beitrag gemacht. Da wurde aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass das irgendwie nicht klar ist, ob das jetzt politisch motiviert sein soll. Ja, also der allgemeine Aufschrei blieb aus und das war ja auch genau meine Kritik, warum ich dann diesen Tweet dazu gemacht habe und das Video einfach reingestellt habe. Ja, das kommt immer darauf an, wer da Opfer ist und wer der Täter ist. Ne? Ich erinnere da mal an den Fall Magnet, der ja nach diesem Überfall wirklich übel aussah bei T-Online. Im Artikel dazu könnt ihr euch das angucken. Und der Tweet von Extra 3, wonach jetzt das Kantholz gefunden wurde, hahaha, und daneben dann das Bild eines Streichholz, er ist ja nach wie vor online. Also das ist weder Hass und Hetze, das ist nichts dergleichen. Das ist völlig in Ordnung. Und das wird natürlich auch finanziert von den Gebühren, die auch ein Magnet abdrückt. Also sowas muss man sich mal aus der anderen Richtung vorstellen. Diaby ist ein gutes Beispiel. Für alle, die nicht im Bilde sind, dann erzähle ich es jetzt doch ganz kurz. Diaby, Karamba Diaby, schwarzer Abgeordneter der SPD in, ich weiß es gerade nicht, ist auch nebensächlich. Dessen Parteibüro wurde ja vor heute anderthalb Jahren oder so beschossen. Das Parteibüro liegt irgendwo in der Innenstadt. Und morgens kommt dann die Putzfrau ins Büro um 5 oder so und stellt fest, da sind Einschusslöcher in der Scheibe am Eingang. Großer Skandal, Anna darüber berichtet. Wir haben euch vorhin schon eingeblendet, wie das so ablief. Also da kriege ich 3 Seiten an Treffer. Und als wir diesen Fall hier damals behandelt haben, hat uns irgendein Zuschauer eine Quelle geschickt. Das war irgendein österreichisches Magazin. Ich konnte es partout nicht mehr finden. Wonach man wohl ein Interview mit einer der bei den Ermittlungen beteiligten Polizistinnen geführt habe. Und die hat gesagt, ja, da wurde nicht nur das Büro beschossen, sondern alles Mögliche wurde da beschossen. Ich hätte euch das heute gerne vorgetragen, konnte den Artikel aber nicht mehr finden. Aber mittlerweile ist auch der Spiegel darauf aufmerksam geworden. Staatsanwaltschaft geht nicht von gezieltem Angriff auf Diaby aus. Der Artikel ist vom 17.06.2021. Also heute vor 2 Monaten hat man das dann auch beim Spiegel gecheckt.
das Interview, was ich damals gelesen habe, dank des Hinweises von einem der Zuschauer, ist, ich würde sagen, ein Jahr alt, so ungefähr. Ja, und in diesem Artikel lesen wir dann, das Landeskriminalamt hat ermittelt, dass es im ganzen Stadtgebiet fast 40 solcher Fälle gab, ohne dass eine Verbindung ersichtlich wurde. Damals in dem Interview der Polizistin wurde sie explizit gefragt, hatte das einen politischen Bezug oder wurden da Läden beschossen, die mit Politik gar nichts zu tun, gar nichts. Da wurde eine Bar beschossen, da wurde ein Teppichhändler beschossen, da wurde aller möglichen Scheiß beschossen. Eine Zeile weiter dann, in verschiedenen Fällen habe man Kunststoff- und Glaskugeln gefunden und könne nach der ballistischen Untersuchung davon ausgehen, dass keine scharfen Waffen eingesetzt worden seien. Das weiß man beim Spiegel anderthalb Jahre, nachdem das passiert ist. Also ich habe von Waffen keine Ahnung. Wenn ich eine Kugel von einer Airsoft-Pistole sehe, da kann ich dir sofort sagen, dass das keine scharfe Waffe war. Also ich frage mich, wie sowas anderthalb Jahre dauern kann. Frag mich nicht wirklich, weil ich die Antwort kenne. Ne? Damit konnte man wunderbar Politik machen. Dieser Typ ist dadurch erst berühmt geworden. Also ich kenne ihn nur dadurch. Und bis heute gibt es Artikel, wo es um ihn und um Hass und Hetze und weiß ich was geht. Und das wird natürlich auch immer wieder sehr gerne zitiert. Aber das so am Rande. Ich wollte noch Folgendes sagen. Zu dem Täter mit dem Messer. Wenn der besser vernetzt wäre, Marie, dann hätte der dann richtig fetten Reibach draus machen können. Der hätte bei GoFundMe anmelden müssen, hier habe mich hellenhaft vor ein Plakat geschmissen mit einem Messer, um meiner politischen Meinung Ausdruck zu verleihen, Meinungsfreiheit und so weiter. Spendenpool bitte. Ich glaube, das wäre richtig krass gut gegangen, wenn der denn Reichweite gehabt hätte. Das befürchte ich auch. Also wahrscheinlich wäre er dann reich geworden. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen. Das glaube ich. Das glaube ich. Zumal, und vielleicht kommen wir jetzt einfach noch zu den weiteren Zuschriften, die du mir geschickt hast. Schlumme blendet euch da was ein. Sie hat mir mehrere solcher Screenshots geschickt. Ich habe das unkenntlich gemacht. Also alle diese Screenshots sind mit Namen und mit wie viele Follower haben diese Leute, wie viele Beiträge haben sie geschrieben und so weiter. Das steht da alles drin. Ja, und ich lese euch mal ein paar Beispiele vor. Oh mein Gott, wie kann man nur so unterentwickelt sein und zur AfD gehören? Du bist ein braunes Stück Nazi-Dreck und das weißt du. Es wird langsam Zeit, dass ihr kein Recht mehr auf eure Existenz habt. Wenn dir die Lage in Deutschland nicht gefällt, dann verzieh dich gefälligst mit deinem braunen Dreck aus diesem Land. Und das Geile ist, das ist noch der netteste von denen, die du mir geschickt hast, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Hier schreibt jemand, hier steht jetzt gestern, Marie, gestern 13 Uhr. Ist der wirklich von gestern oder ist der Screenshot älter? Ich muss noch mal gucken. Ich kriege halt jeden Tag so ist viele. Achso, okay, alles klar. Wenn du jeden Tag mehrere bekommst, dann ist der möglicherweise genau von gestern. Dich muss man mal mit 7 Ausländern kaputt, damit du wieder ein bisschen klar im Kopf wirst, du kleine SS-Schwarzlutscherin. Der nächste. Hoffe, ihr AfD-Söhne werdet alle abgestochen. Der nächste, naja, alle über einen gleichen Kamm zu scheren, finde ich sehr gewagt. Hoffe, die nächsten Flüchtlinge, beglücken dich dann mit einer Gruppenvergewaltigung, Nazi-Braut. Und dann ist hier ein Screenshot von einem Beitrag von dir, der offensichtlich gesperrt wurde bei Instagram. Den hat er dir dann nochmal geschickt und geschrieben, gut sofort. Einer kommt noch. Hey, wäre es verkehrt, dir zu wünschen, dass du vergewaltigt und danach umgebracht wirst? Und wie du schon sagtest, du kriegst sowas regelmäßig. Du hast, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, du hast von hunderten Anzeigen oder so gesprochen, die du schon gestellt hast? Ja, also ich habe irgendwann das zu zählen, weil es einfach wirklich so viel ist. Und ich komme auch teilweise nicht mehr hinterher, weil ich kann diese Anzeigen nicht online stellen. Dafür sind es zu viele. Und man bekommt ja dann immer so eine Bestätigungs-E-Mail, wenn man das online eingereicht hat. Man bekommt aber jetzt nicht irgendwie genau nochmal aufgelistet, welche Anzeige man gestellt hat. Und teilweise kommen die E-Mails dann durcheinander an und dann weiß ich jetzt nicht mehr, zu welchem Tweet quasi oder zu welcher Nachricht diese Anzeige jetzt war. Deswegen mache ich das alles vor Ort auf dem Revier und gehe da irgendwie einmal im Monat oder so hin und mache dann so 50, 60 Anzeigen. Ja, und was ich auch super schade finde, ich habe mich mit den Polizeibeamten da mal ein bisschen länger unterhalten, auch bezüglich Kriminalstatistiken und so. Und wenn da halt Wörter wie Nazi oder so drin vorkommen, dann wird das erstmal als politisch rechts eingeordnet. Einfach nur, weil da der Begriff Nazi drin ist. Ach echt? Ja. Wow. Ja, auch da, wenn ich halt jetzt quasi immer Anzeigen stelle, was ich ja mache, dann fütter ich auch noch die eigene Statistik irgendwie, die dann wieder gegen mich in der politischen Argumentation genutzt werden soll. Das ist so schizophren und man weiß auch gar nicht so wirklich, ob man jetzt lachen oder weinen soll. Ich meine, ein paar Fälle dieser Art kennen ja, glaube ich, mittlerweile alle Zuschauer. Ich erinnere an den Hitler-grüßenden Afghanen auf dem Münchner Oktoberfest, wo die Polizei München damals auf Twitter gefragt wurde, geht da erst auch ein in die PKMS, glaube ich, rechts? Und die Antwort war ja klar, natürlich. Ich erinnere an dieses AfD-Parteibüro, wo sie, ich glaube, die Scheiben zerkloppt haben und dann ein Hakenkreuz an die Wand gesprüht haben. Ganz klar. Also mit Nazi wird
generell rechts eingeordnet, das wird ja in einem Näherungswert an 100% der Fälle falsch sein. Ich meine, wann schreibt irgendein Rechter, und sei es ein komplett Rechtsradikaler, selber irgendwas mit Nazi? Ja, das ist genau das Ding. Also die Polizeibeamten fanden das auch selber nicht richtig und mussten da auch schon lachen, aber so ist es halt einfach. Und gerade wenn der Fall eben nicht geklärt werden kann, also bei mir wurden halt jetzt 100% der Fälle bislang eingestellt, abgesehen von diesem einen Fall mit dem Plakat, den ich ja, wie gesagt, nicht selber direkt zur Anzeige gebracht habe, sondern eben Nordrhein-Westfalen, der Landesverband der AfD. Und das ist echt schockierend. Also ich habe bei einer Veranstaltung, das war im November 2019, da hat der Deutsche Juristinnenbund so eine Veranstaltung gemacht, Hate Speech und digitale Gewalt gegen Frauen. Und da war Renate Künast eingeladen. Und ich saß im Publikum und am Ende war so eine offene Fragerunde. Und da habe ich eben auch gesagt, ja, hier, ich habe eine PDF, wo ich mal alle Sachen so zusammengestellt habe. Das waren 90 Seiten ungefähr. Und das zeigt mir ganz klar, dass es eben nicht nur von rechts kommt, sondern bei mir kommt es von links und aus ja, Islamstrukturen auch viel. Das kann ich ja auch anhand der Nachrichten gut erkennen. Und Frau Künast war dann zuerst so ein bisschen, dass sie versucht hat, das zu relativieren. Und dann sagte sie aber eben in dieser Diskussionsrunde, ja, dann sprechen Sie mich doch hinterher mal an und geben Sie mir die Fälle gerne mal mit. Dann gucke ich mir das an und vielleicht kann ich Sie da unterstützen. So, und dann habe ich hinterher auch tatsächlich mit ihr gesprochen und habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich bei der AfD aktiv bin, sondern habe ihr einfach nur diese 90 Seiten mitgegeben. Und eine Reporterin von der Welt am Sonntag hat das auch mitbekommen, also die konnte das bezeugen und hat mich auch hinterher noch gefragt, ob da was bei rumgekommen ist. Nein, Frau Künast hat sich natürlich nie wieder bei mir gemeldet, weil anhand dieser Nachrichten dann natürlich klar geworden ist, dass ich bei der AfD bin. Also das fand ich auch wirklich krass, weil das mir auch nochmal gezeigt hat, gerade bei solchen Sachen geht es eben nicht darum, wir wollen jetzt gegen Hass und Hetze vorgehen, sondern nein, wir wollen ein politisches Zeichen setzen und das nur für uns instrumentalisieren. Geht jetzt nicht darum, Wählerstimmen zu generieren. Ne? Ist ja das Gleiche Ja. mit Rassismus. Da ist ja Ja. auch entscheidend, wer ist Opfer, wer ist Täter und so weiter. Und Zensur Ist natürlich, absolut ne? gestanden. Zensur zu befeuern. Man sagt dann ja auch häufig irgendwie, Worte führen zu Taten. Das wird in der Regel auch noch auf die AfD gepinnt. Wir haben jetzt diese 50 Hasskommentare irgendwie auf YouTube, von denen sind drei Gewaltandrohungen oder so. Und das ist alles quasi auf dem Wortmist der AfD gewachsen und dem AfD-Umfeld. Und deswegen muss die Die AfD AfD bekämpft hat werden. mitgeschossen. Genau, das haben wir auch bei Diaby in der Art und Weise gehört. Das hören wir bei jedem rechtsextremen Anschlag, den wir in den letzten Jahren hatten. An den Worte werden zu Taten Mantra, das Sie da häufig vorbeten, könnte man jetzt ja eigentlich zu dem Vandalismus kommen. Da hast du uns ja auch ein paar Bilder geschickt. Das hier ist dein Haus, wie ich das verstehe, ne? Oder? Genau, richtig, Genau. mein Elternhaus. Ja, genau, wir sehen hier die Graffitis. Viele davon gar nicht wirklich lesbar. Fuck. Ist wahrscheinlich auch, man weiß nicht genau, ob das politisch motiviert ist. Ist tatsächlich auch so gewesen am Anfang, ja, hat man auch gesagt. Trotz Der des Staat, Aufklebers. ja, es war wirklich lächerlich, ja, aber der Staatsschutz ermittelt auch da. Und ich meine, das war im Januar und es ist bis heute keine Rückmeldung gekommen. Also die haben sich nicht mehr gemeldet dann. Das verwundert mich so, dass das damals so lange dauert. Ich erinnere da an den Kurden in Chemnitz, der sein eigenes Restaurant abgefackelt hat. Da war völlig klar, das waren Rechtsextreme. Das war so klar, dass Merkel einen Fototermin mit dem Typen hatte. Und am Ende kam raus, das war nichts dergleichen. Der hat sein eigenes Scheißrestaurant abgefackelt. Aber da ist das mal ziemlich schnell klar. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, aus denen Sie diese ganzen Rassismusskandale in der Polizei pushen und so weiter. Denn wenn Sie in dieser Form Kontrolle über die Polizei haben, haben Sie auch Kontrolle über das, was an die Medien rauskommt, über die Pressestellen. Und dann können Sie das halt verzögern oder komplett verhindern. Und es hat einfach in einer politischen Dimension nicht stattgefunden. So wie auch das hier. Ich meine, in die Offensive gegen Naziterror und Repression. Antifa heißt Angriff. Also ich wüsste gar nicht, wie könnte man es noch deutlicher machen? Muss man einen Lebenslauf hinterlassen, wo man irgendwie sagt, ja, und da war ich bei der Roten Flora aktiv und so weiter und das alles dokumentieren? Oder ab wann ist es nicht mehr fraglich, ob es politisch motiviert ist? Ja, mit der Frage habe ich mich auch ein bisschen versucht auseinanderzusetzen und ich bin auch nicht so wirklich draus schlau geworden. Also ja, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten, leider. Was hast du für einen Hintergrund, Marie? Du bist keine Juristin, ne? Nee, ich bin keine Juristin, ich habe einen Management-Bachelor. Aha. Vielleicht auch ganz kurz zu Zensur, die wir vor 3 Minuten so angesprochen haben. Du hattest ja auch, hast du uns gerade noch erzählt, als wir hier raus waren, deinen Facebook-Kanal verloren. Da hattest du ein Video hochgeladen, wo du über
ich glaube, Afghanistan oder Afghanen und die entsprechenden Zahlen, Kriminalstatistik, Vergewaltigungen und so weiter gesprochen hast, dann ist nicht nur das Video down gegangen, sondern direkt dein Facebook-Account. Instagram, genau. Ja, genau. Also bei Instagram wurde der Beitrag gelöscht. Ja, das also das Instagram-Konto wurde auch schon mal gelöscht, da gab es aber keine Begründung für. Das war letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und ja, da hat sich Facebook auch gar nicht so geäußert. Ich habe dann eben einen Anwalt eingeschaltet, weil die mir eine 30-Tage-Frist gesetzt hatten und direkt angedroht haben, ja, dann wird's gelöscht. Und ich hatte vorher auch nicht irgendwie einen Strike oder so, wo ich gesagt hätte, okay, scheiße, jetzt habe ich schon 3 Beiträge, die gesperrt wurden. Und dann verliere ich halt das Profil. Nee, so war es nicht. Sie haben es dann wirklich, ohne sich dazu zu äußern, haben sie es einfach nach über 30 Tagen wieder online gestellt. Ich habe vor Gericht aber nicht recht bekommen. Also ich habe weder die einstweilige Verfügung ist durchgegangen, noch das Eilverfahren. Und die Begründung war auch lächerlich. Also man hatte wirklich den Eindruck, die haben den Antragstext noch nicht mal gelesen, weil die eben auch von einem Beitrag gesprochen haben, der da ja runtergenommen wurde. Und dann haben sie noch gesagt, ja, es gibt ja noch andere Plattformen. Ich könnte ja einfach auf eine andere Plattform wechseln, wo ich mir auch nur so dachte, okay, warte mal, wenn ich aus meiner Wohnung geschmissen werde und nicht mehr reinkomme, sagt man mir dann auch, naja, es gibt ja noch andere Wohnungen. Ich kann ja einfach dann woanders hinziehen. Also totaler Blödsinn, vor allem, weil wer sich ein bisschen mit den sozialen Medien auskennt, der weiß ja auch, dass YouTube und Instagram zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. So, ja, und den Beitrag, den du angesprochen hast, der wurde jetzt eben auch gelöscht bei Instagram. Da ging es nur um Fakten. Es ging darum, um jetzt diese Debatte zur Aufnahme der Ortskräfte aus Afghanistan. Da habe ich einfach nur gesagt, dass Hamburg sowieso schon eine Migrationsquote von über 50% bei den U18-Jährigen hat, dass Afghanen in der Kriminalität mit ganz weit oben sind, dass Gruppenvergewaltigungen zu einem Großteil von Afghanen durchgeführt werden. Und dann habe ich quasi diesen Text auf die Kachel geschrieben, Willkommenskultur für Gruppenvergewaltigung, Fragezeichen. Und dieser Beitrag wurde dann auch wieder gelöscht. Und ich kann sogar noch ein Beispiel bringen, das hat auch wieder was Lustiges sogar. Ich mache ja dieses Format Wir klären das mit 1% zusammen. Und wir hatten ja diesen Kanal Wir klären das. Und da haben wir verschiedene Videos hochgeladen, das sind so Aufklärungsvideos, ein bisschen wie Mr. Wissen to Go, wenn man den vielleicht kennt. Und wir hatten ein Video zu Cancel Culture hochgeladen und wirklich, ich glaube, es waren 1 oder 2 Tage, nachdem wir dieses Video hochgeladen haben, wurde der Kanal gelöscht. Komplett. Also das war schon ironisch. Und Begründung, dass ihr den Hass gesagt habt oder was? Es gab keine Begründung. Wir hatten auch da vorher nie irgendwie, dass mal ein Video geshadowbanned wurde oder rausgenommen wurde. Gar nichts. Der Kanal war noch komplett neu. Und ja, also es wurde einfach der Kanal gelöscht. War das im Zuge dessen, dass irgendwie alles von 1% gerade runtergegangen ist? Oder war das quasi davon unabhängig? Genau, das war da in dem Zuge. Also laut gedacht wurde dann, ich glaube, auch am Tag danach oder so auch gelöscht. Und Wir klären, das war eben der erste Kanal dann nach dem 1%-Kanal. Und die sind auch alle bis heute nicht mehr verfügbar, die Kanäle, richtig? Genau, richtig. Also wir haben jetzt bei Frei3 die Videos wieder hochgeladen als alternative Plattform. Aber bei YouTube sind sie nicht verfügbar. Was ist denn, also um mich mal ins Bilde zu setzen, was ist denn das Hasserfüllteste, was von den Beteiligten da jemals geäußert wurde? Also worauf fußt das? Was genau wird euch vorgeworfen? Also schon klar, ihr sagt den Hass, aber hast du irgendwas Konkretes, wo du sagst, ja, das hätte man ein bisschen anders ausdrücken können, oder ist das ähnlich wie bei deiner Instagram-Story, wo du sagst, naja, ganz trockene Fakten. Die Fakten sind da nicht schön, aber es waren einfach nur trockene Fakten. Ich meine, dass man auf einer Instagram-Kachel oder so jetzt schon auch ja, ein bisschen populistische Texte schreibt oder so, das gehört irgendwie auch dazu. Das machen aber die Grünen nicht anders. Das ist einfach auch ein Punkt, der im Marketing so ganz normal ist. Und wie gesagt, in den Texten selbst wird ja dann das Ganze auch untermauert und differenziert und mit Fakten belegt und die Quellenangaben stehen ja dann auch alle dabei. Und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, dass manche Leute da sich so sträuben und so renitent sind und sich einfach nicht mit diesen Fakten auseinandersetzen wollen.
Also da kommen auch immer wieder die gleichen Argumente, dass dann gesagt wird, nein, ihr schert ja alle über einen Kamm oder ihr seid ja ausländerfeindlich und das ist ja einfach nur purer Hass, den ihr da entgegenbringt und pauschalisierend und was sie nicht alles sagen. Aber ich versuche das ja auch immer wieder so differenziert rüberzubringen und sage, nein, es geht nicht um alle. Aber guckt euch doch die Zahlen an. Und es ist doch klar, dass wenn wir jetzt wieder Leute unkontrolliert ins Land holen, dass da auch prozentual welche dabei sind. Das ist ganz einfache Statistik. Und darüber wollen die gar nicht reden. Ja, dieses Doppelspiel Das ist ist eigentlich ein. dazu da, dass man diese Art von Wahlwerbung oder Allgemeinwerbung für die eigenen Ansichten gar nicht mehr betreiben kann von unserer Seite aus, ne? Ich meine, wie sollst du denn großartig ausdifferenzieren in dem Bild auf Instagram oder so? Das geht halt nicht. Das geht auch nicht, wenn es um den Kampf gegen rechts geht oder um dergleichen. Wird da ja auch in derselben Form oder wahrscheinlich sogar noch heftiger häufig betrieben. Ja, und bei uns ist es halt nicht möglich, ne? Es ist dann halt der Hass, weil nicht 30 Paragraphen darüber kamen, dass es nicht alle sind. Ja, genau das. Und ich habe auch oft genug die Erfahrung gemacht, dass man sich dann selbst das, was schon mitgeliefert wird, also wo ich nicht erst auf Nachfrage nochmal das dann genauer erläutere, sondern das, was wirklich von vornherein in diesem Beitrag steht, aber eben unter dem Bild, das wird gar nicht gelesen. Also die sind selber so in Rage und so emotionalisiert, die Leute, dass sie das gar nicht mehr wahrnehmen. Es kam eine Frage in dem Superchat rein, die ich vielleicht noch annehmen würde, bevor wir dann gleich zu der Geschichte in Hamburg kommen. Und zwar, wie deine Politisierung stattgefunden hat. Also ob das schon quasi so ein bisschen von Elternhausseite kam oder ob du irgendwann, naja, die rote Pille gefressen hast. Also so ein bisschen grundpolitisiert würde ich sagen, bin ich schon aus dem Elternhaus. Wir hatten immer eine sehr offene Debattenkultur. Wir haben eigentlich so ein traditionelles, ausgiebiges Sonntagsfrühstück gehabt, wo wir echt über alle Themen offen und lang und breit Oder da, diskutiert da machst du haben. dich ja schon ein bisschen verdächtig, ne? Mit zum Sonntagsfrühstück, das ist ja schon, ne? Ich erinnere da an die Zöpfe und die, ich weiß nicht, was das war, wo man sich Ja, laut XY genau. schon verdächtig macht, aber bitte fahre fort. Ja, und das war eigentlich bei uns immer gang und gäbe. Und meine Mutter war 11,5 Jahre lang in der CDU auch aktiv auf kommunaler Ebene. Und ja, von daher war so ein bisschen Interesse schon immer da. Und ich bin auch mit zu Veranstaltungen gegangen. Bin dann ja auch zu meiner Schande bei der Jungen Union anfangs 2013 bis 2015 Mitglied gewesen. Das bereue ich heute. Aber 2015 war dann eigentlich so der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mich mal intensiv mit Politik befassen, vor allem auch ein bisschen mal hinter die Fassade gucken, nicht nur Parteiprogramme lesen, sondern auch politische Theorien ein bisschen mehr verstehen. Und das ging los damit, dass ich eben im selben Jahr mein Studium in Hamburg angefangen habe, als die Grenzen geöffnet wurden durch Merkel. Das ist ja so ein Standarderlebnis. Viele sind eben erst 2015 aufgewacht, in Anführungsstrichen. Dabei ging ja vieles vorher schon schief. Aber das war für mich auch so der Moment, wo ich dann eben am Hamburger Hauptbahnhof war und mir einfach nur dachte, Scheiße, was ist hier los? Die machen einfach nur Mist. Es ist völlig unkontrolliert. Es ist allen gegenüber super unfair, denn die Flüchtlinge, die da angekommen sind oder überhaupt die Menschen, es waren ja nicht alles echte Flüchtlinge, die waren auch super verzweifelt, überfordert. Die wurden ja auch unter einem falschen Vorwand hergeholt. Also man hat ihnen ja quasi Hoffnung gemacht, Mensch, hier Wohlstand und ihr habt alle Möglichkeiten und dies und jenes. Und letztendlich waren sie da dann auch wieder nur einer von vielen. Und die ehrenamtlichen Helfer waren überfordert. Und für mich war es natürlich sowieso, wenn man vom Land in eine Großstadt kommt, es wäre eh ein Kulturschock gewesen. Aber das war einfach der totale Overkill, dass diese ganzen Menschen da waren und sie haben nicht mal meine Sprache gesprochen. Man wusste nicht, wer sie sind. Man wusste nicht, ob da Kriminelle dabei waren, Terroristen, Vergewaltiger etc. Man wusste auch nicht, wohin mit den Menschen. Die haben ja dann wochenlang erstmal im Hamburger Hauptbahnhof sogar geschlafen. Und man hat da eben diese Noteinrichtungen eröffnet, mit Zelten und allem. Also es war einfach eine Situation der absoluten Kontrolllosigkeit. Und so darf für mich Politik nicht aussehen. Also da erwarte ich einen gewissen Vorausschau, dass man verantwortungsvoll auch mit dieser Situation umgeht und nicht einfach sagt, naja gut, jetzt sind sie halt hier und jetzt müssen wir gucken. So funktioniert das nicht. Und ja, dann war ich ja auch bei den Merkel-muss-weg-Demonstrationen im 2017 mit dabei, Anfang 2018. Ja, und Wo? so In ging das Hamburg dann bei oder mir wo? los. Genau, auch in Hamburg, Aha. ja. Wie schätzen du die Stimmung in der JU ein bezüglich Merkel und dem offenen Grenzenkurs?
Also wenn ich da jetzt hingehe zu der Veranstaltung und die Leute frage so, ey, wie sieht's denn aus, werden die Flüchtlinge hier meine Rente bezahlen? Glaubst du, die Mehrheit der JU-Mitglieder sagt mir, ja, ja klar, oder sagen die, nee, was wir machen, ist echt scheiße? Also ich glaube, dass in der JU auch die Situation ziemlich angespannt ist und viele, viele kritisch sind. Ja, aber das Problem ist einfach, dass man in der CDU halt nichts bewegen kann. Also ich habe es ja auch selber gemerkt, die Junge Union, die ist jetzt nicht so, dass die so einen großen Einfluss auf die oberen Politiker in der CDU nehmen können, sondern die Hierarchien und alles, das ist völlig festgefahren. Und das erlebe ich halt einfach bei der AfD auch komplett anders. Wir sind in vielerlei Hinsicht noch ziemlich unstrukturiert und unorganisiert und haben auch noch super viel Potenzial, Dinge strategisch zu verbessern. Aber da kann man einfach sich viel mehr mit einbringen. Man braucht auch keine Hemmungen haben, mit irgendwem aus dem Bundesvorstand zu reden oder so, sondern da reden einfach alle miteinander und es wird auch so zur Kenntnis genommen. Und das habe ich in der Jungen Union nie erlebt. Man sieht ja auch, was passiert, wenn wirklich ein Teil der Partei in der CDU droht, diesen Kurs zu ändern, ne, wie es mit der Werteunion zeitweise der Fall war. Dann wird das als Krebsgeschwür deklariert und man versucht alles, um das irgendwie tot zu machen und wegzukriegen. Insofern, also ich habe da auch nicht groß Hoffnung. Hast du denn noch irgendwie Hoffnung in die CDU? Nee, ich habe in die CDU gar keine Hoffnung. Also so wird das einfach nichts. Und das... Ja, also wenn ich mir das Programm anschaue und so, dann finde ich mich da auch einfach nicht mehr wieder. Zumal sie ja auch immer wieder Versprechungen machen, die sie halt nicht einhalten. Ich meine, die hatten die letzten Jahre, Jahrzehnte ja schon, hatten sie Zeit, Dinge zu verändern und es ist nichts passiert. Es ist alles schlimmer geworden. Sie verkacken wirklich auf ganzer Linie. Also ich habe da gar keine Hoffnung, wirklich nicht. Sie gehen halt mit, ne? Das sieht man. Also wir haben hier mal das Parteiprogramm durchgenommen von 2005 und das las ich wie was Heftigeres von der AfD. Sie sind halt diesen kulturellen Prozess mit den Medien und den anderen Parteien mitgegangen und man weiß eigentlich, im nächsten Jahr werden sie linker sein als jetzt und das Jahr drauf nochmal linker und so weiter und so fort. Jetzt vor der Wahl framen sie sich halt wieder etwas konservativer, weil sie wissen, dass sie da noch am meisten abzuholen haben von den Leuten, die immer noch abgeschreckt sind von der AfD. Aber ich denke, für die Politik wird das gar nichts bedeuten. Ich denke, es wird der stetige Marsch nach links, offene Grenzen, Globalismus wird weitergehen wie bisher. Ja, das denke ich auch. Und auch die Protagonisten, die in der CDU sind, die kann ich auch nicht ernst nehmen. Ich meine, so ein Tilman Kuban zum Beispiel, der hält beim JU-Parteitag auch brandheiße Reden. Aber letztendlich ändert er dann auch seine Meinung wieder und ist nicht konsequent und bezieht mal wirklich Position. Und ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, zum Beispiel von Hans-Georg Maaßen. Der hätte ja nun wirklich die Möglichkeit gehabt, jetzt zu sagen, okay, ich gehe zu einer anderen Partei. Ist mir auch egal, ob es jetzt AfD ist oder Freie Wähler oder die Basis oder sonst was. Wobei ich von diesen Splitterparteien nicht so viel halte. Ich glaube, dass uns das einfach enorm viel Stärke kostet, gemeinsam für die gemeinsame Sache. Aber davon ab, nein, er geht wieder zur CDU, obwohl die ihn ja nun wirklich abgestraft haben. Ich meine, die haben sein ganzes Leben erstmal versaut. Und bietet sich da wieder an und klaut uns jetzt letztendlich dann dort in seiner Region wahrscheinlich auch noch Stimmen, die dann der CDU zugutekommen. Also sowas kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man jahrelang da in diesen Umfeldern war, dann redet man sich das wahrscheinlich immer noch irgendwie so ein bisschen schön und sagt sich, ja gut, wenn ich jetzt auf einmal mit, ich weiß nicht, wie alt Maaßen ist, aber der Jüngste wird er nicht mehr sein, einen kompletten Neuanfang mache in einer anderen Partei und dann natürlich persona non grata auf Steroiden bin. Ne? Also ich glaube, er wäre ähnlich wie Höcke auf einem ähnlichen Level Staatsfeind Nummer 1, wenn er danach zur AfD gegangen wäre. Das trauen sich die Leute nicht. Ja, ich kann es auf der einen Seite auch nachvollziehen, dass sie sich nicht trauen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, okay, man muss dann auch mal ein bisschen weiterdenken und auch weniger egoistisch denken. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und es ist jetzt quasi auch politisch mehr oder weniger die letzte Chance erstmal, weil wenn Rot-Rot-Grün oder so an die Regierung kommt, dann können wir erstmal alle einpacken für die nächsten Jahre. Also letztendlich muss man da dann auch ein bisschen idealistisch sein und sagen, okay, ich weiß, es wird ein schwieriger Weg, es wird nicht leicht, aber ich mache das jetzt. Man muss auch mal dran denken, wie viele Leute erzogen wurden quasi mit dem, was mit Maaßen passiert ist. Einfach die Signalwirkung. Wenn du diese Linie übertrittst bei Einwanderung und auch bei den Medien, ich meine, das war ja der endgültige Bruch, er hat den Medien widersprochen bei der Hetzjagd,
dann macht's Aua und dann macht's richtig Aua, bis du zurückgekrochen kommst oder will dich komplett kaputt machen. Und das wird übermaßen hinaus noch unglaublich viele CDUler erreicht haben, die sich dann sagen, oh Gott, das werde ich niemals tun. Ich darf nicht gewisse Linien übertreten. Ja, es ist traurig, wirklich, weil dieser ganze Meinungskorridor, es wird immer weiter verengt. Die Leute, sie befürchten halt wirklich, oder zu Recht, haben sie Angst um ihre Existenz. Sozial werden sie ausgegrenzt. Ich habe das ja auch alles selber erlebt, wenn auch nicht so schlimm wie jetzt in Hans-Georg Maaßen oder so, aber es ist schon krass, klar, keine Frage. Wenn ich nochmal ganz kurz das Wahlprogramm der CDU 2005 zitieren darf, Seite 34, Punkt 5.5, Zuwanderung begrenzen, Integration stärken. Wo stehen wir? Deutschland ist ein gastfreundliches und weltoffenes Land. Viele der hier lebenden Ausländer haben sich integriert und leisten ihren Beitrag zur Allgemeinheit. Es gibt aber auch Zuwanderer aus fremden Kulturkreisen mit erheblichen Integrationsdefiziten. Weit überdurchschnittliche Arbeitslosenquoten, viele Migrantenkinder ohne schulischen Abschluss, Ghettobildung und eine Entwicklung von Parallelgesellschaften und eine häufig selbstgewählte Abgrenzung ausländischer Jugendlicher von der deutschen Gesellschaft sind Alarmsignale für den sozialen Frieden im Land. Der Text geht natürlich noch ein bisschen weiter. Das war die CDU 2005. Und 10 Jahre später hat man sich dann dazu entschlossen, hier an die 2 Millionen Leute reinzuholen, die offensichtlich noch viel schwerer integrierbar sind als die, die wir 2005 schon im Land hatten. Ja, und Merkel hat selbst zugegeben, dass Integration gescheitert ist und trotzdem fahren die diese Linie weiter. Guter Punkt. Also. Marie, wenn ich einmal mit Merkel reden könnte, alles, was ich von ihr wissen will, ist, wie kam es zu diesem Sinnungswandel? Kannst du mir bitte versuchen zu erklären, was dort abgegangen ist? Oh, ich glaube, da komme ich jetzt dann schnell wieder so in eine Verschwörungsecke. Nee, also ich finde schon, dass man sich ein bisschen angucken muss, mit wem die Leute alles zusammenarbeiten. Und ich meine, wenn ich mir zum Beispiel auch Sebastian Kurz angucke, der ja nun auch sich erst gegen diesen Migrations- und Flüchtlingspakt auf EU-Ebene ausgesprochen hat, dann trifft er sich auf einmal mit Soros und eine Woche später ist er dann doch nicht mehr so abgeneigt. Das sind für mich einfach Sachen, die finde ich komisch und die muss man hinterfragen. Und wir haben jetzt Annalena Baerbock auf einmal, die ganz oben mitschwimmt, die gehört zu den Young Global Leaders. Also man kann das nicht alles immer nur so abtun und die Leute verunglimpfen, als wären sie irgendwelche Spinner. Nein, man kann es auch nachlesen im Internet. Und da entstehen einfach Fragen, die ich gerne mal klären würde. Ja, das ist halt die Sache, ne? Es gibt dort Sachverhalte, die kannst du nicht aufklären. Also du kannst das, es gibt kein rationales Argument dafür, dass jemand 2000, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2013 auf dem Bundestag der Jungen Union oder sowas hat sie das gesagt, ne, Integration ist gescheitert. Und dann 2 Jahre später sagst du, nee, alle herkommen. Das kannst du rational, kannst du das nicht erklären. Es gibt nicht ein Argument, was dafür sprechen würde, dass da ein Sinnungswechsel eingesetzt hat, der irgendwie sinnvoll ist. Ja, außer wenn dort Leute von außerhalb sind, die dir gut zureden oder ich habe keine Ahnung. Also das ich sag mal, gruseligste, was ich mir vorstellen kann, ist einfach nur, man sieht, die Medien werden uns kaputt machen. Ich werde als Fräulein Hitler dargestellt werden, wenn ich jetzt wirklich eine harte Linie fahre gegen die Einwanderung, die uns bevorsteht, 2015. Und dann sagt man sich, das geringere Übel für meine politische Karriere einfach nur, ist, sie alle reinzulassen. Ja, möglich. Ja, und bei Merkel kommt ja noch hinzu, aufgrund ihrer ganzen Vergangenheit, vielleicht war es sogar Strategie, dass sie einfach gelogen hat und dass da gar kein wirklicher Sinneswandel stattgefunden hat, sondern dass es einfach nur eine Fassade war, die sie zu Beginn aufrechterhalten hat, um eben in die Position zu kommen, in der sie jetzt ist. Ebenso möglich, ja. Wirklich rosig sieht keins von beiden aus für die nächsten paar Jahre. Ich würde sagen, wenn alle zu dem Thema ihren Frieden gesagt haben, würde ich damit zu Hamburg kommen. Kaspar, hattest du noch was? Nein, bitte. Alles klar, dann sprechen wir jetzt über den Angriff, der da stattgefunden hat auf die AfD-Veranstaltung bei einer AfD-Politikerin zu Hause. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander. Also hier, Tichys Einblick schreibt von mindestens 30 Linksradikalen. Augenzeugen berichten von 70 bis 100. Die Polizei spricht wiederum von 30 bis 40. Und ich glaube, damit sichert sich dann Tichys Einblick hier ab mit ihren mindestens 30. Ist
Etwas unklar, wie viele es wirklich waren, aber was da passiert ist, ist relativ klar geschildert. Gewalttätige linke Demonstranten attackierten eine Wahlkampfveranstaltung der AfD auf dem Privatgrundstück der Kandidatin Nicole Jordan. Die Polizei griff ein, nahm aber niemanden fest. In Hamburg haben am vergangenen Samstag Linksradikale eine Wahlkampfveranstaltung der AfD brutal attackiert. Die Angreifer warfen unter anderem mit Flaschen, beschädigten ein Auto und rüttelten so sehr am Eingangstor des Geländes, dass dieses verbogen wurde. Augenzeugen sprechen von einem Versuch der Antifa, die Veranstaltung zu stürmen. Erst die Polizei konnte die Lage beruhigen. Tichys Einblick sprach mit Zeugen und der Pressestelle der Polizei über den Vorfall. Genau, hier haben wir nochmal die Welt. Die Welt spricht wiederum von 60, wie gesagt, in den Zahlen kleines Durcheinander. Am 14. August hatte die Hamburger AfD-Abgeordnete Olga Petersen und die AfD-Bundestagskandidatin Nicole Jordan zu einer Vortragsveranstaltung mit Laila Bilge zum Thema Frauen- und Kinderrechte eingeladen. Da die Politikerinnen im Vorfeld keinen Veranstaltungsort finden konnten, fand die Veranstaltung auf dem Privatgelände von Nicole Jordan in Hamburg-Wilhelmsburg statt. Circa 50 Gäste versammelten sich im Garten der AfD-Politikerin. Manche brachten ihre Kinder mit. Schon während der Veranstaltung bewachten Polizisten das Gelände. Und das müssen wir uns merken. Also die Veranstaltung geht los und es ist eigentlich schon direkt Polizei da, um das Ganze zu bewachen. Das wird sich dann im Verlauf des Abends noch ändern, also völlig unerklärlicherweise. Die Antifa-Gruppe Hamburger Bündnis gegen Rechts hatte schon im Vorfeld auf ihrer Website angekündigt, gegen die als grillfest getarnte Wahlkampfveranstaltung zu demonstrieren. Also die hinterlistige AfD hat hier ihre Wahlkampfveranstaltung als grillfest getarnt. Wie können sie nur? Dann wissen wir ja gar nicht, wo wir Steine und Flaschen draufschmeißen sollen. In einer Pressemitteilung hatten sie unter dem Slogan »Kein Platz und keine Stimme der AfD« das Bezirksamt aufgefordert, die Veranstaltung zu verbieten. Schon während der Vorträge begannen laut Pressestelle der Polizei zwei Demonstranten Kartoffeln über den Zaun zu werfen. Ich frage mich übrigens auch, wie es aussehen würde, wenn man bei der Big-Partei oder ähnlichem oder sagen wir bei DTIP Döner über den Zaun werfen würde. Ich glaube, da würden wir einiges drüber hören. Laut Pressestelle der Polizei zwei Demonstranten Kartoffeln über den Zaun zu werfen. Von einem wurden infolge die Personalien aufgenommen. Augenzeugen sprechen von ca. 20 Linksradikalen, die sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Tor versammelt hatten. Parolen riefen und erst Kartoffeln, später Steine warfen. Festgenommen, wie gesagt, wurde niemand. Es wurden nur Personalien aufgenommen. Nicole Jordan sagte gegenüber Tichys Einblick, in diesem Garten spielten vier kleine Kinder und hätten jederzeit mit den geworfenen Objekten getroffen werden können. Weiter berichtet uns Laila Bilge, wir brachten aus Sicherheitsgründen die Kinder und Erwachsenen in das aufgestellte Zelt, in dem die Reden der Politiker stattfanden. Die Polizei reagierte und fuhr zusätzliche Kontrollen hinter dem Veranstaltungsort. Wir konnten die Veranstaltung fortführen. Kurz nach 22 Uhr habe sich die Lage jedoch zugespitzt, Bilge berichtet. Am Ende des öffentlichen Teils gingen einige Gäste, andere blieben noch zum Grillen und zum gemütlichen Beisammensein. Nachdem die Polizei keine Gefahr mehr erkennen konnte, verließen die Beamten den Veranstaltungsort. Also die waren weggegangen, die waren von Anfang an eigentlich da, weil sie gerechnet haben halt mit genau sowas, aber dann kurz nach 22 Uhr gehen sie. Keine 15 Minuten später standen ca. 70 bis 100 Linksradikale vor dem Tor des Grundstücks und waren extrem aggressiv. Sie brüllten sehr laut, warfen mit Steinen und Flaschen, Autos, die auf dem Parkplatz standen, wurden beschädigt, es gab auch Personenschäden, laut Augenzeugen wurde ein Mann von einer Flasche verletzt, der Polizei waren keine Verletzungen bekannt, Anmerkung der Redaktion. Die Antifa versuchte dann das Tor zu beschädigen, um auf das Grundstück zu gelangen, da die Angreifer so zahlreich waren und gegen das Tor traten, waren wir uns sicher, dass sie gleich das Gelände stürmen würden, um auf uns loszugehen. Mit aggressiver Stimme ruft eine Gruppe von Männern und Frauen Nationalismus raus aus den Köpfen und es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Erkennen lässt sich auf der Aufnahme allerdings kaum etwas. Ich habe mir die auch mal angeschaut, ich habe die sogar hier in OBS drin, aber es ist relativ unspektakulär. Man meint ja irgendwie so ein paar Flaschen niedergehen zu hören im Hintergrund, aber man erkennt quasi nichts, weil es so dunkel ist. Insofern spiele ich die jetzt erstmal nicht ein, aber ich werde die nachher drunter verlinken. Die Demonstranten, so schildert Jordan, seien mit Masken und Tüchern vermummt gewesen und haben die Straße meterweit ausgefüllt. Die Veranstaltungsteilnehmer haben sich zur Verteidigung mit Spaten, Holzlöffeln und anderen Objekten bewaffnet. Jordan habe daraufhin die Polizei gerufen, die wenige Minuten später in voller Schutzausrüstung und sogar mit Hundestaffel eingetroffen sei. Daraufhin haben sich die Demo-Teilnehmer gemütlich entfernt. Also alleine, wenn sie es für nötig befinden, dann so da aufzukreuzen, wird das keine Partyveranstaltung gewesen sein. Gegenüber Tichys Einblick sagte die Pressestelle der Polizei, es seien 30 bis 40 Demonstranten vor Ort gewesen, die Sprüche wie Nazis rausgerufen und Flaschen geworfen haben. Es seien 10 Streifenwagen zum Einsatzort gefahren, woraufhin sich die Demo-Teilnehmer entfernten. Platzverweise, Anzeigen oder Festnahmen seien nicht erfolgt. Die Beamten haben Beschädigungen eines PKWs, des Briefkastens und des Eingangstors festgestellt. Laut Informationen des Staatsschutzes sei von den Demonstranten am Tor gerüttelt worden, sodass es verbogen wurde. Zur Frage, ob eine Absicht der Demonstranten erkennbar gewesen war, das Eingangstor aufzubrechen und auf das Gelände zu gelangen, wollte die Polizei sich
sich gegenüber Tichys Einblick nicht äußern. Sie hielt dies für Spekulation, also nur, haha, euer Tor ist jetzt verbogen. Außerdem liege kein Bekennerschreiben der Antifa vor. Also deswegen auch hier wieder schwer zu sagen, was da überhaupt los war. Kein Bekennerschreiben. Die weiteren Ermittlungen zu dieser nicht gemeldeten Veranstaltung seien vom Staatsschutz übernommen worden, also denselben Jungs, die wegen unseren Plakaten jetzt beauftragt wurden. Ja, insgesamt hat das Ganze dann 20 Minuten gedauert, also der wirklich gewaltsame Teil von dieser Stürmung, dem Stürmungsversuch. Und die Polizei blieb dann bis zum nächsten Morgen. Ja, das hat sich da ereignet. Und da kann man ja eigentlich wieder das alte Mantra von denen mit dem Worte führen zu Taten ansprechen. Ne? Wäre dasselbe passiert bei einer grünen Veranstaltung oder so, Dönerschmisse, Steine, Flaschenwürfe und so weiter, dann wäre auf jeden Fall, es wäre nicht nur rechts in die Schuhe geschoben worden, ich sage, es wäre sogar explizit der AfD in die Schuhe geschoben worden. Die Frage ist ja eigentlich, was macht man jetzt? Also das wurde soweit normalisiert, dass jeder Aufschrei ausbleibt, medial wird es gar nicht bekannt. Wie genau geht man dagegen vor? Also die Polizei scheint ja auch nicht so versessen drauf zu sein oder nicht die Anweisungen zu bekommen, dagegen mit der Härte vorzugehen, wie es andersherum der Fall wäre. Was kann man da überhaupt noch machen? Private Sicherheitsleute anstellen für jedes Mal, wer eine Gartenparty unter AfD-Flagge feiert? Oder hast du irgendeine Idee, Marie? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man selbst erstmal richtig stabil wird, dass man sich sportlich fit hält, dass man vielleicht, ja, zumindest mal einen kleinen Waffenschein beantragt, aber vielleicht auch eine WBK macht und sich einfach wirklich selbst verteidigen kann, wenn es hart auf hart kommt. Denn dass wir den Schutz nicht mehr erwarten können, ist uns, glaube ich, allen klar. Und es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Situationen auslösen möchte oder provozieren möchte, sondern es geht einfach darum, bevor man selber verprügelt wird, wie das auch in Berlin-Charlottenburg jetzt beim Plakatieren passiert ist, dass man sich da auch verteidigen kann in solchen Situationen. Und natürlich, eine private Sicherheitsfirma ist auch eine Möglichkeit, ist aber einfach auch verdammt kostspielig. Und unsere Partei hängt eh schon hinterher, wenn es etwas für finanzielle Mittel wir haben. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, bei jeder kleinen Veranstaltung, die wir irgendwie machen und bei jedem Infostand einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren, ja, dann können wir es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Wir wollen ja, dass letztendlich wieder Recht und Ordnung durchgesetzt wird und müssen halt mehr medialen Druck auch auf die Polizei ausüben und vor allem natürlich auf die oberen Ebenen. Damit da einfach wieder mehr passiert. Und da kann jeder mithelfen, egal ob er jetzt AfD ist oder nicht, da einfach auch in den sozialen Medien und überall aufzuklären und zu sagen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, das kann nicht angehen und da muss was passieren. Ich frage mich auch, wie man eigentlich einem der wichtigsten Aspekte der Normalisierung irgendwie entgegentreten kann, die auch in der Bevölkerung stattgefunden hat. Also, dass keiner mehr zweimal hinguckt bei sowas, sondern dass es quasi akzeptiert. Also nicht unbedingt, dass alle das gut finden, sondern eher so, ja, das ist halt passiert, das passiert halt. Das kann passieren bei so AfD-Veranstaltungen, gibt's wahrscheinlich zwei Seiten zu. Da musste ich denken an dieses Plakat, was es mal gab von Alice Weidel. Ich weiß nicht, ob es ein Plakat war oder nur was fürs Internet. So ein Bild von ihr, wo sie quasi fast stolz mit verschränkten Armen vor dieser Statistik mit den Angriffen auf Repräsentanten von Parteien stand. Und halt die AfD natürlich da stark führend, was natürlich ziemlich komische Optics waren. So, ne? Ich meine, ja, guck mal, wir wurden hier 700 Mal angegriffen und die Grünen auf Platz 2 nur 200 Mal. Ich frage mich, wie man da öffentlichkeitstechnisch besser mit umgehen kann. Weil irgendwie, es scheint ja niemanden zu jucken, so wie es momentan ist. Es scheint ja niemanden zu interessieren. Ja, die Leute haben sich halt dran gewöhnt und es ist eine gewisse Gleichgültigkeit eingetreten. Und da sind wir halt auch in der Kommunikation gefragt. Denn natürlich ist es nicht schön, wenn wir jetzt nur noch die negativen Sachen, die wir irgendwie an Infoständen, bei Veranstaltungen etc. erleben, thematisieren. Nein, wir müssen damit umgehen, dass wir eben nicht immer in dieser Defensivrolle sind, nicht immer uns nur als Opfer sehen, sondern dass wir auch aktiv was dagegen tun. Und ich glaube, das ist eher so die Strategie, die wir verfolgen sollten und immer wieder darauf hinweisen, natürlich, dass sowas passiert, dass das falsch ist. Aber wenn wir nicht geschützt werden, dann müssen wir uns halt selber schützen. Ich glaube, damit können wir das Thema Hamburg auch schon fast abhaken und dann übergehen zu den Superchats, die du noch hast. Ja, ich muss das jetzt hier so ein bisschen Freestyle machen, weil ich natürlich nicht hier alle filtern kann nach ihrem Namen oder so, aber ich versuche mal mein Glück. Eine Frage habe ich vorhin schon gesehen, Marie. Bist du geimpft, ja oder nein? Also wir wollen jetzt keine Diskussion über das Impfen führen, nur hier interessiert sich jemand dafür, wenn du uns das mitteilen willst, bist du geimpft, ja oder nein? Nein, gegen Corona habe ich mich nicht impfen lassen und ich werde mich auch nicht impfen lassen.
Also Sozialschädling, laut dem FDP-Mann von morgen. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Jetzt muss ich kurz freestylen, vielleicht fällt dir noch eine Frage ein, Schlomo. Wie alt bist Jetzt du, überfällst du mich Kaiser? hier. Ich bin 24. Und wie lange schon politisch aktiv? Seit 2013, also damals Junge Union und Wow. 2017 AfD. Okay, also sehr jung angefangen, alles klar. Kapitalistenschwein für $10, vielen Dank. Und zwei kann Frau Kaiser bisher nicht, aber sie scheint mir eine sehr mutige, gefestigte junge Frau zu sein und wäre jederzeit am Tisch meiner Familie willkommen. Meine Tochter kann Oh. immer noch ein Vorbild mehr gebrauchen. Oh, süß. Vielen Dank. Hein Mück aus Bremerhaven für $10. Vielen Dank, Marie. Doppelpunkt. Ich habe mir vor der Wahl in Sachsen 2020 gesagt, wenn die AfD über 20% schafft, werde ich aktives Mitglied bei der AfD. Habe es leider dann doch nicht gemacht. Das liegt auch daran, dass die AfD in Bremen einfach nur schlecht ist. Empfiehlst du es dennoch? Ja, die Situation in Bremen ist natürlich eine spezielle Situation. Zum einen, weil da die politische Lage schwierig ist, zum anderen, weil auch die AfD innerhalb leider nicht so ganz gefestigt ist. Ich immer dazu raten, wenn man drüber nachdenkt, dann den Schritt wagen und aktiv werden, denn wir können gute Leute stets gebrauchen, um eben auch selber wieder besser zu werden. Und ja, deswegen seid mutig. Marco Polo, $10. Vielen Dank. Bei der honigsüßen Sprechstimme von Marie muss ich fragen, ob sie nicht mal ein How I Met Your Messer als Gaststimme singen könnte. Jetzt wird es unseriös, aber egal. Also wir haben ja dieses Segment How I Met Your Messer. Da wird dann jede Woche einmal die Messerstraftaten der Woche besungen. Bist du musikalisch talentiert, Marie? Und möchtest du mal für uns singen? Du Also musst dich nicht schämen, bin einfach dein. Ist alles gut. ich würde das, glaube ich, verneinen, dass ich musikalisch irgendwie talentiert bin. Das überlasse ich, glaube ich, besser den Musikern. Ich glaube, zwei Dinger kommen noch, aber die muss ich suchen. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Und zwar zu den Spannungen, die wir in der AfD sehen zwischen liberalen und nationalen Kräften. Erstmal, wo würdest du dich da selber eher zuordnen? Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich finde, man kann die AfD nicht in so zwei feste Lager unterteilen, weil wir sehen mittlerweile, dass ehemaliger Flügel gemeinsam Sache mit Personen von der alternativen Mitte macht und umgekehrt. Also inhaltlich sehe ich mich schon eher bei den Nationalkonservativen. Also Traditionsbewusstsein ist mir wichtig und ja, ich finde eben auch, dass man schon den Liberalismus als solches mal kritisch betrachten muss, auch wenn ich ihn jetzt nicht gänzlich verachte, so wie manche das vielleicht tun. Aber ich würde mich jetzt nicht irgendeinem Lager zuordnen. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich in der AfD beide irgendwo brauchen. Ich würde Meuthen jetzt persönlich nicht als Bundessprecher wieder wählen, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir alle zusammen das noch schaffen Da können. hast du ja eigentlich schon die zweite Frage, die ich gehabt hätte, angeschnitten. Und zwar, wie führen wir die wieder zusammen oder wie legt man diesen Kleinkrieg bei? Ich habe da, ja, ich weiß nicht, ob eine Theorie oder einen Ansatz seit einer Weile so ein bisschen im Kopf. Und zwar, dass man versucht, ein ähnliches Bewusstsein dafür, wie gefährlich unser Gegner ist, zu etablieren, wie es in völlig übersteigerter Weise bei unserem Gegner vorhanden ist. Ne? Also für die sind wir ja quasi das Tier, die Kreatur. Wenn es gegen rechts geht, ziehen alle an einem Strang, egal, ob die sich, keine Ahnung, beim Thema Israel oder sonst was gegenseitig sonst die Köpfe einhauen. Und sowas haben wir halt nicht wirklich. Also vor allem im liberalen Flügel sehe ich da ein Problem, dass die Leute sich nicht bewusst sind, wie ernst die Lage ist und wie weit unser Gegner geht. Dass man das irgendwie, ja, dass man im Endeffekt den Gegner dämonisiert in einer gewissen Art und Weise, wie es mit uns ja auch geschieht, andersrum und das effektiv. Ich dir voll und ganz zustimmen. Also das sehe ich auch als Hauptproblem, denn dadurch kommt ja diese ganze Distanziererei, die wir immer wieder erleben. Und das ist eigentlich unsere größte Schwäche. Auf der anderen Seite finde ich, ein weiteres großes Problem ist, dass manche Leute in der Partei einen sehr missionarischen Anspruch verfolgen. Und ich denke, es ist völlig legitim, wenn eben innerhalb der Partei unterschiedliche Ansätze verfolgt werden oder Meinungen herrschen. Und unser basisdemokratisches Modell, das funktioniert ja bislang eigentlich ganz gut. Also wir haben offene Debatten und auf Parteitagen entscheiden wir dann auch, wie die Partei sich ausrichtet oder welche Personen gewählt werden etc. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man auch gerade, wenn es um Personen geht, nicht bedingungslos loyal. Also man muss trotzdem immer hinterfragen und einfach auch weiterhin die Sache im Auge behalten. Der Thiski
schreibt für $30, vielen, vielen Dank, kann leider nicht live dabei sein, aber wenn die Hotschnitt des Wahlkampfes in der Wabe ist, Hotschnitt ist ein Format, was wir ab und zu mal haben, bisher gab es 3 oder 4 Ausgaben, wo irgendein attraktives Mädel vorgestellt wird, die in irgendeiner Form politisch aktiv ist, das ist gemeint mit Hotschnitt, kann man schon mal spenden. Thisky der Simp. Ich hoffe, unsere Jungs nehmen die gute Frau Kaiser so richtig hart ran. Im Interview meine ich natürlich, Zwinker-Smiley. Ja, das war hier eher so eine Softcore-Nummer, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, Whisky. Hast du dich bisher wohlgefühlt, Marie? Ja, es war sehr nett. Ich war am Anfang etwas aufgeregt. Ich bin auch immer ein bisschen schüchtern zu Beginn. Aber das hat sich dann schnell gelegt, denke ich. Schneid Kamel für 50, vielen Dank, meint, wer wird eurer Meinung nach Kanzler? Die Umfragewerte sind zurzeit ja wieder sehr interessant. Ich hoffe ja tatsächlich, es wird Baerbock, einfach nur, naja, aus akzelerationistischen Gründen, damit ein gewisses Tempo im Niedergang überschritten wird und die Leute sich sagen, so wie bisher geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ach, ich sag Laschet, ich sag wahrscheinlich fürs Laschet. Ja, dann müssen die aber noch gut aufholen, ne? Also Scholz ist, glaube ich, aktuell in der Kanzlerfrage krass führend und alles rechts der Mitte ist ja offensichtlich ziemlich abgeschmiert die letzten Tage. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Baerbock so ein Stück weit immunisiert wurde gegen all die Skandale. Ich meine, bei der Person Baerbock, was wir alles gesehen haben, da kann sonst was noch rauskommen. Wahrscheinlich heißt sie nicht mal Annalena Baerbock in Wirklichkeit oder so, hat sie abgeschrieben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber dass den Leuten das ist einfach scheißegal, das war schon so viel war, das könnte auch sein. Also ich kann mir auch Baerbock vorstellen. Ja, ich schwanke auch ein bisschen zwischen Scholz und Baerbock, weil ich letztendlich auch nicht weiß, was die Grünen vielleicht noch für ein Ass im Ärmel haben, dass sie noch irgendwelche Skandale ausschütteln und letztendlich dann kurz vor der Bundestagswahl so einen Auftrieb bekommen, dass es doch noch reicht. Aber ja, zu deinem Wunsch vielleicht, dass du hoffst, dass es Baerbock wird, damit es dann endlich mal vorbei ist und es quasi der Untergang vorangetrieben wird. Ich habe Angst wirklich, dass einige Leute so denken und deshalb bewusst nicht die AfD oder die Basis oder die Freien Wähler wählen, sondern sagen, nee, ich will jetzt Grün, damit die Leute endlich mal merken, was hier schief läuft. Mhm. Ich sage dazu immer, einen Grünwähler kannst du produzieren, indem du einfach den nächsten Typen auf der Straße für 10 Minuten vom Klimawandel irgendwas erzählst. Beim AfD-Wähler ist das schwieriger, insofern sage auch ich immer, besser AfD wählen, wenn ihr euch überhaupt diese Frage stellt. Aber ich denke, ja, dass bei dem Tempo das erreicht werden kann. Also für mich, es wird häufig, während über Akzelerationismus spricht, so darüber gesprochen, als wenn ein Punkt erreicht werden müsste, der so schlimm ist, dass die Leute umdenken. Ich denke, das ist nicht der Fall. Ich denke, der Fall ist, dass die Geschwindigkeit, in der die Sachen sich verschlechtern, eine gewisse Schwelle überschreiten muss, für gar nicht so lange. Und dann denken die Leute um. Also zum Beispiel, wenn jetzt von 1980 bis jetzt, oder sagen wir direkt nach der Wende, 1989, bis jetzt die Entwicklung geschrumpft würde auf innerhalb von 3 Jahren, würde ich behaupten, es gäbe große Bewegungen auf der Straße, eine Partei wie die AfD hätte die Chance, wirklich politische Macht zu bekommen. Und ja, für mich ist es eine Frage des Tempos. Ja, das ist interessant. Also ich glaube tatsächlich auch, dass du da nicht falsch liegst, also dass das schon so in die Richtung geht. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie schnell muss es denn noch gehen? Also ich meine, wir haben innerhalb kürzester Zeit haben wir so skandalöse Sachen erlebt. Und irgendwie habe ich den Eindruck, die Leute, die nehmen das alles nur noch so hin. Ganz kurz, Marie, ich habe heute gesehen, dass laut INSA die AfD wohl um 0,6% einen 0,6%igen Rückgang verzeichnet. Und das, obwohl in den letzten 4 Jahren alles in diesem Land hier schlechter geworden ist. Kannst du mir das erklären? Nee, kann ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, wie gesagt, ich habe auch den Eindruck, dass die Leute immer gleichgültiger werden. Also, man kann sie gar nicht mehr erreichen. Und auch, was für Argumentationen teilweise kommen, warum man jetzt nicht AfD wählen kann. Gerade hier in Niedersachsen und generell im Westen wird ja häufig dann gesagt, ja, Höcke, Kalbitz, das sind alles so Gestalten, die möchte man da nicht haben. Ja, ganz ehrlich, ihr merkt ja wohl gar nichts, wenn ihr wegen einzelnen Personen, die ich persönlich übrigens für gut halte, also ich glaube, dass Höcke enorm wichtig für die AfD ist, das mal am Rande. Aber wenn man wegen einzelner Personen, mit denen man vielleicht irgendwie nicht sympathisiert oder die mal eine kritische Aussage getroffen haben, wenn man deshalb sagt, niemand wählt die Partei nicht, die aber das einzig Richtige für Deutschland möchte, verglichen mit den anderen Blockparteien, ja, dann hat man scheinbar nicht gemerkt, wie ernst die Situation eigentlich ist. Also diese Argumentation kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich denke, man muss auch ein Warum? bisschen rauszoomen aus dem Mikrokosmos, in dem man sich befindet, wo man denkt, was kann die AfD jetzt akut nach der nächsten Wahl verändern, und gucken auf die Wirkung auf das Overton-Fenster von einer AfD. Denn wenn die rechteste relevante Partei in Deutschland jetzt sagt, jemand wie Höcke zum Beispiel, der muss raus, jemand wie Kalbitz, der muss raus, was sie ja gesagt haben, und so weiter, wir reinigen uns jetzt quasi von den Nationalkonservativen, damit wir anschlussfähiger werden, dann sagen sie ja gleichzeitig, okay, der nächste auf der Abschussliste der Linken, die seit Jahrzehnten immer weiter nach links verschoben wird, sind dann die Liberalkonservativen. Wie soll es denn anders sein? Momentan ist ja quasi der nationalkonservative Flügel die Scheuermasse, die noch die Liberalen davor schützt, den vollen Zorn der Linken abzubekommen. Genau das. Man wird also automatisch in so einen Sog gezogen, dass man selber zur Altpartei mutiert. Also genau das ist nämlich das Problem. Und man braucht auch innerparteilich immer so ein kleines Korrektiv, oder einfach einen Ausgleich. Also wie Yin und Yang kann man das ja auch sehen. Es sind einfach Unterschiede da, aber die braucht man. Hältst du Höcke auch für so wichtig für die AfD wegen des Overton-Fensters oder hat das andere Gründe? Ich finde ihn inhaltlich einfach absolut an fast allem, was er sagt, identifizieren. Ich habe auch seine Bücher gelesen. Es gibt einzelne Punkte, die sehe ich anders, aber das ja, habe ich eigentlich immer egal. Und das wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre und man wirklich 100% mit jedem übereinstimmen würde. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass Höcke einfach medial völlig falsch dargestellt wird. Ich habe auch schon einmal tatsächlich die Gelegenheit gehabt, ein paar Minuten unter vier Augen mit ihm zu sprechen bei einer privaten Veranstaltung. Und da habe ich ihn das erste Mal auch kennengelernt als einen selbstreflektierten Mann, der wirklich überlegt, was er sagt, den ich jetzt nicht als Nationalsozialisten, Nazi irgendwie beschimpfen würde. Ganz im Gegenteil. Also es ist ein vernünftiger Mensch, ein fleißiger Mensch, und ich finde solche Leute einfach wertvoll innerhalb der Partei. Man muss für Ideale kämpfen und darf nicht wie das Fähnchen im Wind sich nach, ja, gerade mal ein paar Wählerstimmen oder dem, was so Mainstream-gängig ist, richten. Was sagst du denn zu jemandem, der sich davor scheut, die AfD zu wählen, zum Beispiel, also der das dann zum Argument erhebt, dass Höcke damals, ich glaube, bei der NPD oder neben der NPD oder irgendwie sowas mit auf irgendeiner Demonstration war? Ja, totaler Blödsinn. Ich wurde letztens in einem Interview auch gefragt, bei den Merkel muss weg Demos habe ich mal in einem Interview mit Bento gesagt, dass ich kein Problem damit habe, wenn Reichsbürger mit mir auf dieser Demonstration mitlaufen. Ganz ehrlich, wenn ich auf einer Demo bin, wo tausend Linksextreme um mich herum sind, wo die Polizei mich vor schützen muss, weil sie sonst mit Flaschen werfen und auf mich losgehen würden, was interessiert mich dann irgendein Reichsbürger, einer von vielleicht fünf, die da mit auf einer Demo laufen? Und ich denke, Demonstrationen sind ja generell nur ein Teilbereich. Also man ist sich in einer konkreten Frage einig, aber das bedeutet ja nicht, dass man jetzt 100% das gleiche Weltbild vertritt und in allen Fragen übereinstimmt. Nein, sondern man bildet da quasi einen Konsens. Und dafür tritt man gemeinsam ein. Und jeder hat laut Grundgesetz eben dieses Recht, sich zu versammeln. Und das muss ich auch jedem zugestehen, solange er das friedlich tut. Und ich denke, dass man auch dieses ganze Abgrenzen nicht ständig tun sollte. Denn wir müssen den offenen Dialog haben. Ich rede mit jedem. Ich rede ja auch mit jemandem von den Grünen oder von den Linken, wenn die denn mal gesprächsbereit sind. Und man muss auch gar nicht immer sich gegenseitig überzeugen, sondern es ist auch in Ordnung, wenn man sich einfach mal austauscht und vielleicht so auch die eigene Position nochmal festigt und am Ende der Diskussion sagt, naja gut, da kommen wir einfach nicht zusammen. Das ist so, aber das kann man akzeptieren. Ich denke auch, dass diese scheibchenweise Isolierung, die stattgefunden hat, im konservativen Lager ein riesiges Problem ist, weil es halt auch dann wieder eine Asymmetrie ergibt. Weil bei links, ich will es nicht vorschlagen, dass wir wortwörtlich dasselbe machen, aber was wir beobachten ist, dass man sich mit niemandem scheut. Also wortwörtlich mit den Gewalttätigen, mit den Steineschmeißern geht man zusammen auf die Straße. Man fühlt sich als ein Team. Wir ziehen alle an einem Strang. Der eine halt mit dem Stein, der andere mit dem Kanzholz und der dritte im Bundestag oder so. Ich will nicht sagen, dass wir genau dasselbe machen sollten, aber eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Ablehnung von diesem Distanzierungsspiel ist da schon angebracht, einfach um nicht den Konflikt noch asymmetrischer zu führen, als es überhaupt sein muss. Und so dargestellt, als wenn wir alle in einem Boot sitzen, werden wir sowieso die ganze Zeit.
Ja, genau so ist es. Und wie ich schon meinte, also wenn man sich unterhält oder wenn man auf einer Demonstration zusammen ist, dann macht man sich ja nicht automatisch immer zu 100% gemein. Und man muss sich von diesem ganzen linken Dogma auch mal ein bisschen lösen und nicht immer direkt darauf eingehen und darauf anspringen, wenn man solche Vorwürfe bekommt. Also das sehe ich sehr schwierig. Ich meine, ich glaube, Fraktionsvorsitzende war das auf der Strategiekonferenz der Linken. Der fühlt sich nicht mal berufen, sich entschieden zu distanzieren, wenn die Rede davon ist, Reiche zu erschießen. Ne? Da sieht Ja. man die Asymmetrie. Also der macht dann irgendwie ein kleines Witzchen im Stile von, nee, nee, wir führen die praktische Arbeit zu. Ja, also genau, wie du schon meintest, ganz so müssen wir es ja nun nicht machen, wie die Linken, aber wir können uns da schon mal eine Scheibe von abschneiden. Denn im Moment ist es einfach so, wir könnten Mutter Teresa aufstellen, wir könnten uns von allem und jedem trennen in der Partei und wir würden trotzdem als Nazis, Rechtsextremisten und so bezeichnet werden und vermutlich auch immer noch dann vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil wir einfach die einzige Opposition sind. Alles klar. Damit sind wir, glaube ich, auch mit den Superchats durch. Ich habe einen noch. Otto von Gismarck für $10. Vielen Dank. Schreibt, Marie, wie viele Frauen oder Männer kannst du umboxen? Okay, also das ist eine gute Frage. Ich habe mich noch nie mit jemandem geboxt. Tja, schwer zu sagen. Könntest du einen Sojamalte umklatschen, der Aber aussieht locker. mit lauchigen, alles klar. Aber locker. Und ja, ich glaube, Sif-Twitter weiß auch, dass ich Lisa L. auch umboxen könnte. Und ja, herzliche Grüße gehen übrigens raus an Troll-Twitter, Sif-Twitter und überhaupt an die ganze Twitter-Bande. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch. Ist auch schon 1943. Genau, dann kannst du jetzt eigentlich sagen, also wie es bei dir zeitlich aussieht, wenn du auch dabei werden willst, natürlich auch sehr gerne, wenn du raus musst, auch kein Problem. Bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass ich diese Möglichkeit hier hatte, mit euch mal ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich muss mich jetzt leider dann gleich verabschieden, weil ich um 20 Uhr tatsächlich noch einen Anschlusstermin habe. Aber ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ja, Alles vielen Gute. Dank, Marie. Wir bedanken uns bei dir. Warst ein toller Gast. Ich glaube, die Zuschauer haben sich auch sehr gefreut. Laut Live-Chat kam das sehr gut an. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen so. Schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ciao.